wenn man mal genauer hinschaut, dann würde ich zunächst mal sagen, dass der Krieg natürlich in vielen Bereichen die Mutter aller Erfindungen ist. Der Blitzkrieg war Amphetamin gesteuert. Im April 1940 bestellt die Wehrmacht 35 Millionen Tabletten für den geplanten Feldzug im Westen. Kaum ein Pilot, kaum ein Bordschütze, der bei langen Einsätzen ohne die Leistungsförderung auskommt. Der Start war sehr oft spät, 10 Uhr, 11 Uhr. Und da ist man natürlich müde. Und dann hat man ein, zwei Tabletten Pervitin geschluckt und dann ging's wieder. Jeden Abend haben wir das bekommen. Das konnte man nicht verweigern.